So. Jetzt gucken wir uns mal das Team an. Bitte sag. Oh nein, ich wusste es. Ah, wir sind alle 14 von daher. Ja, kein Problem. Wie viel braucht er? Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Können wir Queen of Wars anlegen? Oh mein Gott. Und wie er da rettet, da wie er tassettet. Was bringt ihn schon am allermeisten? Er kann nichts lernen, nur Gift und Galle. Da wie er tassettet, da wie er gerettet. Wir brauchen ein Baumwollkleid für unsere Prinzessin. Hau den Lukas oder Habgier. Hau den Lukas oder Habgier. Machen wir erstmal Habgier, weil das Item hier, der Kristallschild, bringt unserer Queen extrem viel mehr, so wie ich das gerade sehe. So, jetzt haben wir nämlich vier Member of the winning team und so. Ihr wisst Bescheid, Bitches. Und jetzt gibt's erstmal voll fett auf die Fresse hier für die. Jetzt müssten wir wieder beim Frosch sammeln. Ja, das ist ja klar, ist ja passiert. Hä? Sieh dann, darf ich noch ein paar Frösche fangen, Mampf? Nachher, nachher. Was? Ich darf keine Frösche fangen? Doch, darfst du, Queena. Aber nicht jetzt. Nachher, Queena. Na. Goldener Frosch. Nachher, Queena. Nachher. So. Da er gerettet, so wie er gekettet. Und wir leveln hier noch ein bisschen. Das war euch eigentlich fast schon klar, Leute, oder? Dass wir hier noch ein bisschen was zu tun haben an Leveleien. Wir haben schließlich gesagt, alle Level 15. Aber jetzt, da wir zu 14, bringen die uns hier auch noch weniger EPs. Aber gehen natürlich dementsprechend schneller kaputt. Wir brauchen hier aber einen Karpfen. Genau, ist das einer? Ich weiß es gar nicht. Wir machen einfach mit Vivi einen Blitzangriff. Mit Freya einen normalen Angriff und mit Zidane einen normalen und dann hat sich das ganz. Oh, ja. Ach, der überlebt es auch noch. Würde ich sagen, mit Queener, wenn er das auch noch überlebt, dann hätte ich ihn gefressen. Aber da ich jetzt weiß, dass der die beiden Attacken überlebt, werde ich ihm jetzt mal nächstes Mal nicht so viel antun. Aber dass der uns immer noch 44 Erfahrungspunkte pro Kopf bringt, finde ich, ist eigentlich eine geile Sache. Und so sammeln wir auch XP, AP und Geld gleichzeitig. Und das ist schon eine Sache, die ist wichtig, muss ich sagen. Vor allem, weil Geld auch eine. Also, wenn wir alles immer auf 99 haben wollen, vor allem die Potions und so, ist Geld ein wertvolles, wirklich richtig wertvolles Gut, was wir brauchen werden. Und ja, deswegen werde ich mal gespannt darauf zurückblicken, wie sich das alles hier so entwickeln wird. So, einmal einen Blitz auf alle, zack. Queener, mach mal einen Angriff auf einen, einen Angriff auf einen anderen und einen Angriff auf noch einen. Und ich bin gespannt, ob wir in der ersten Runde alle wegbekommen. Ich muss erstmal ein paar Erfahrungswerte hier sammeln, weil ich nicht genau weiß, wie die Leute hier reagieren auf Angriffe. Queeners Angriff ist recht solide, ist eigentlich ganz gut. Zidanes Angriff reicht im Normalfall aus. Der hat ja über 300 Schaden immer. Freya, weiß ich nicht, ob das reicht. Ja, doch, das heißt, alle vier erledigt, alle drei erledigt. Mit vier Angriffen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht, muss man ehrlich sagen, ist so. Aber in Zukunft könnten wir vielleicht auch Punkte, also Vivis Magiepunkte etwas sparen. Und ja, weil ich weiß nicht. Also wir haben nur 87 irgendwie und es ist auch ein bisschen wenig, ein bisschen mager, finde ich. Muss mal schauen. Auf jeden Fall haben wir mal eine neue Folge eingelegt und ja, ich finde, dass man hier quasi schon ein bisschen was zur Story auch beigetragen hat, weil schließlich bleibt ja Queen auch in unserem Team.
So, wir müssen jetzt mal kurz schauen. Wir greifen mal mit denen an und mit Blitz. Und das hat er, glaube ich, überlegt. Und das... Dann will ich klauen und dann will ich mit Queener fressen machen. Ja, das... Seht ihr dann, warum ich fressen machen will. Und überlebt bitte. Nein, er hat's nicht überlebt. So, naja, 44 LB immerhin. Ja, die anderen sind alle fast Level 15. Queener dauert eigentlich noch ein bisschen. Aber primär geht es mir darum, dass wir zumindest die APs voll kriegen und deswegen werden wir hier noch ein bisschen bleiben. Tut mir leid, Leute. So blöd das für euch vielleicht sein mag, aber das Headset neu stellen. Wir werden hier noch ein bisschen leveln. Und ja, kostet das, was es wolle. Jetzt bitte mal 2k, 5 fette. Jawollo. Überlebt vielleicht auch einer, wenn ich mal mit Freier mache ich mal eine Sprungattacke. Schwarze Magie bitte auf beide. Also dann macht mal Clown und Queener macht mal Fressen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hinhaut oder ob das zu wenig Damage war. Bin ich gespannt. Sie dann klaut. Oder auch nicht. Aizra kommt zuerst. Ja. Tut Vivi jetzt nicht so besonders weh. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich breche auseinander. Queener, geht das Fressen? Muss schwächer werden. Gut, dann machen wir mal noch eine... Blitzattacke, das wird zu eng, glaube ich. Dann machen wir mal eine Feuerattacke, nochmal eine Clowns-Attacke. Leuchtauge, mach deinen Schlaf hin. Ja, das ist kein Problem. Mach mal Feuer und dann vielleicht fressen. Ohne, dass das Ding stirbt. Ja. 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 Queener, fressen. Komm, fang, Queener. Krötenfalle gelernt. Sehr schön. Gegner aufgegessen, quasi. Das ist die Besonderheit an Queener, die ich so mag. Queener lernt quasi durch andere Gegner neue Fertigkeiten, indem er Fähigkeiten, indem es einfach gegessen wird. Ist nicht so. Als ob der Gegner irgendwas tun könnte. Nee, er wird einfach aufgegessen. So kann man seine Gegner natürlich auch besiegen, aber natürlich wirkt das alles nicht bei Bosskämpfen. Wäre ja auch zu einfach. Und deswegen werden die Gegner so, wenn wir hier leveln oder so, können wir uns Fähigkeiten erfressen. Finde ich ganz gut. Zumal je mehr Frösche wir sammeln, desto stärker wird dann die Attacke werden. Und ja, meine Freunde, wir haben jetzt noch genau laut meinem Buch hier eine einzige Seite aus der CD1. Das ist echt Wahnsinn. Wie schnell das hier ging gerade. Und jetzt ist Freier in der Trance und das ist ziemlich blöd. Schade eigentlich. Weil ich jetzt nicht so genau weiß, was sie machen wird. Beziehungsweise doch, kann ich sogar sagen, Draco Megere. Was ist das? Heilt... Achso, zieht nur Dingens ab. Sonst kann sie leider noch nicht so viel. Naja, ist ja wurscht. Zack, das war's leider. Uff, kritisch. So macht man das natürlich auch, Queener, mit einer Gabel. Ich glaube, die ist mit greift gerade mit einer Mistgabel an oder so. Weiß ich aber nicht mehr genau. So, jetzt kann das die Freier schon die Pestizide. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir der Freier nicht noch irgendwas beibringen können. Ansonsten würde ich einfach mal behaupten, machen wir noch genau 5 Kämpfe, okay? Machen wir noch genau 5 Kämpfe. Und das war's dann. Also mehr machen wir dann auch nicht. Mithril, Escution. Nee, dann haben wir hier alles erlernt. Zauber Kyssare. Haben wir hier nicht noch irgendwas gehabt? Ja, genau. Und zwar den Haudin Lukas. Jetzt muss man aber nur wissen, wie ich was mache. So, jetzt haben wir erstmal hier schön was gefrasen.
gechanged, gesneakt oder was auch immer. Und jetzt gibt's erstmal für die Gegner volle Kanne auf die Fresse, auch wenn so zwei Kröten-Dingens da sind. Vivi greift an, ja, das ist schon mal ideal. Macht quasi Vivi unseren Donnerangriff auf beide, macht sie dann einen fertig und Freya den anderen und Queener kann auch nochmal den anderen angreifen, aber der wird wahrscheinlich schon längst beerdigt sein, wenn der Angriff von Queener kommen soll. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich ehrlich gestehen, da mir das eigentlich gefällt, wenn wir so schnell Kämpfe beenden. Danach sind es noch 4 Kämpfe, merkt euch. Okay, kurzer Schluck noch von meinem Apfelsaft. Mhm. Ah, nee, doch nicht. Aber jetzt ist beendet. Jeder greift einmal an und zwei solcher Gegner sind besiegt. Finde ich, ist eine Sache, die geht klar. Noch 4 Kämpfe und wir könnten 3 Level 15 haben und Queener muss halt hinterher leveln. Ist leider so. Kann man jetzt nichts dran ändern. Aber, wie gesagt, ist nicht schlimm. Jetzt sind es noch 3 Kämpfe. Und dann machen wir uns auch Richtung dieser Malukes Grotte auf. Weil da werden wir auch noch einiges an Kämpfen haben, die wir bestreiten müssen. Von daher werden wir uns jetzt nicht länger hier aufhalten. So, zack, machen wir mal hier schön Blitz on everybody, everybody dance now. Super duper, 88 Queener könnte reichen, es könnte reichen. Bin mir aber nicht sicher. Glaub's fast nicht, aber ist mir eigentlich auch recht wurscht. Dass die auch sie dann angreifen, finde ich sensationell, das bringt so gut wie nix. Aber soll jeder machen, wie er meint, oder? So, machen wir hier den rechten noch weg. Genau, Vivi greift da noch an. Weh, den könnte man eigentlich fressen. Naja, aber ist ja wurscht. Der heilt sich gerade, oder was? Nee, doch nicht. Der greift uns ziemlich, ja, blöd an. Speer bitte. Und Game Over. 300. Freya ist schon einer meiner Lieblingscharaktere mit ihrer Attacke, muss ich sagen. Ist halt einfach toll, wie viel sie dem Gegner so abzieht. Freya ist auch die erste, die Level 15 erreicht. 2 Kämpfe noch. 3 Kämpfe noch. Dürfte eng werden. Das sind 210, 9 mal 3. Nee, das. Mach mal ab jetzt. Nee, mach mal noch. 3 Kämpfe noch und dann. Hau mal hier ab, ganz einfach. Ich möchte nicht länger Zeit wasten. Und das, wenn ich mal das gesagt habe, dann halte ich mich jetzt auch mal dran. Und ja. Yeah. So. Mal schauen, wie wir jetzt als Gegner haben. Ja, also jetzt, da wir leveln, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so genau aufs Spiel einzugehen. Ja, jetzt greifen wir hier an und da. Sondern ich denke mal, wir können auch ein bisschen off-topic quatschen, da es eh nur ein bisschen wie Training ist. Von daher denke ich mal, ist es eh recht wurscht, kann man eigentlich sagen. Lassen wir mal. Oh ja, das könnte wehtun. Ja, das hat auch so ein bisschen wehgetan, muss man schon sagen. Aber dass beide natürlich vor uns angreifen dürfen, das ist extrem ärgerlich, aber kann passieren. So, als erstes greift Queener an. Ne, Queener hat schon. Freya hinterlegt ein kleines Brandmal mit 104. Sie dann zerlegt sein Ding natürlich mit 400 Schaden. Ah, und Vivi macht's auch. Ah, ne, doch nicht. Aber Queener erledigt es. Das war natürlich sensationell schön. Und gefällt mir. Und es gibt da 70, 80 EPs, glaube ich, viel. Ja, knapp 80. So, Level 15 Freya. Wunderschön. Sie dann reicht in 2 Kämpfen Level 15, jawohl. Und Vivi halt in 3 bis 4 Kämpfen. Queener braucht leider noch etwas. Ich würde mir wünschen, dass sie diese Level-Funktion jetzt hätte, wie Freya zum Beispiel, aber die haben wir halt leider nicht zur Verfügung für Queener. Zumindest denke ich das. Aber das kann ich jetzt auch gerade nicht nachchecken und will ich auch gerade nicht nachchecken. Von daher, ja.
So. Eine Sekunde nur kurz. So, ich bin wieder da. Entschuldigung. Ich musste gerade nur kurz rüberschreien, dass ich gerade aufnehme und nicht gestört werden will. Ja. Das finde ich ist ätzend. Und ja. Naja, ist ja wurscht. Ich habe heute... Was habe ich denn heute so gemacht? Es ist so die Frage. Es ist... Ich weiß nicht. Also ich war jetzt die letzten paar Tage krank. Um euch mal so ein Datum abliefern zu können. Es ist heute so der 9.1. Und... ja, wir sind halt nach den Weihnachtsferien. Und ich bin halt seit Dienstag krank. Beziehungsweise eigentlich schon Montag krank gewesen. Aber... seit Dienstag krank geschrieben, weil da der Arzt erst aufgemacht hatte. Und bei uns der Hausarzt halt. Und ja, seitdem viel überlegt und so, wie ich machen will. Und halt auch viel StarCraft trainiert, muss ich sagen. Nicht so die Lust gehabt zum Aufnehmen. Eher so selber für mich StarCraft.